Ich grüße euch. Seid gegrüßt. Ja, hallo Leute, es geht hier weiter. Wir haben ja Koda Stahlklaue hier. Aber da fehlt noch jemand. Nämlich Tauen Mondklaue im Mondklauental. Und wo müssen wir da hin? Irgendwie nach Nordosten. Ich denke mal, wir nehmen den Pfad hier, Valeria, oder? Hm. Könnte mal auf die Karte gucken. Gibt es da überhaupt irgendeinen Weg? Ja, doch. Wir können quasi den Weg hier nehmen. Und dann kommen wir dahin. Da müssen wir mal schauen, ja. Valeria hat ja auch noch so ein paar andere Quests gefunden, aber wir gucken erstmal, ob uns jetzt durch die normale Questreihe, ob wir da hinkommen. Ansonsten zeigst du uns dann einfach nochmal. Ach, wir reiten quasi jetzt da durch? Oder eben warst, gell? Ja, kann sein. Hm. Doch, das ist in etwa den Weg. Das ist der Weg hier? Jo. Okay, das ist das. Ach, da drüben fängt es hier an hier. Na gut, dann machen wir das doch. Wenn wir jetzt gerade auf dem Weg dahin hinreiten, mit der zum Erzdruide des Tals, dann... Friede sei mit euch. Reden wir mit Sailana Flussbrise. Ich habe diese Waldgeister noch nie so aufgestachelt erlebt. Dorniger Tanz. Die Distelblatt-Waldgeister sind vollkommen übergeschnappt. Ich fürchte, sie werden von einigen sehr bösartigen Dorntänzern manipuliert. Ich bitte euch, Freund des Waldes, findet diese verführerischen Tunichgute und stellt den Frieden am Tümpel wieder her. Okay. Mögen euch die Sterne leiten. Mondschwingen in Not, die armen Feedrachen leiden furchtbare Qualen. Und das Schlimmste daran ist, wenn die Distelblattgeister genug haben, fesseln sie ihre Opfer, um sie später noch weiter zu malträtieren. So kann das nicht weitergehen. Befreit bitte alle gefangenen Mondschwingen, die ihr finden könnt. Befreit die Mondschwingen. Okay, und dann mal gucken, ob wir die Bonusobjektive dabei... Was müssen wir machen? Mondschwingen retten und... irgendwelche Geister. Ja. Und dann hast du das, glaube ich, hier auch bekommen. So ein Mondschwingen-Ei. Wo ist es hier? Diebische Distelblattgeister? Oh, hier in der niemand, Nähe ist was. Ja, warte mal. Diesmal niemand weiß genau, warum die Distelblattgeister die Mondschwingeneier sammeln. Aber sie wollen ihnen bestimmt kein warmes Nest bauen. Sailana Flussbrise weiß sicher, was mit diesen hier zu tun ist. Da müssen wir erstmal Mondschwingeneier sammeln. Und was hast du jetzt gehabt irgendwie? Hier oben ist so eine blaue Treasure. Ja, genau. Also die normalen Schätze, die interessieren uns nicht unbedingt. Natürlich, wenn wir mit der Nase direkt dran riechen können oder direkt davor stehen, dann machen wir das schon. Aber sonst machen wir da jetzt auch nicht so einen großen Terz drum. Was ist denn das hier? Unbewachter Distel? Schatz? Was gibt's denn? Ach, hier ist einfach unbewachter Distelblattschatz. Okay, der ist nicht wirklich unbewacht. Okay. Er ist drauf reingefallen. Ja, dann kriegen sie erstmal hier dieses Leben hier ab. Ich merke gerade Namensplaketten anzeigen. So, jetzt kriegen wir ihn aber, oder? Zweig der Distel fügt dieses. Nehmt das Aussehen eines chemischen Distelblatt-Dorn-Tänzers an. Soll ich mal so rumlaufen? Warte mal, das probiere ich jetzt mal aus. Distelblatt war das. Sammlung. Weil, wenn wir gerade so eine Quest machen, dann ist es vielleicht lustig, wenn wir uns dann so quasi so tarnen. Lol. Damit kämpfen wir jetzt? Was ist, wenn ich damit aufs Mount steige? Wie sieht das an aus? Ah ne, das ist dann weg. Ah, okay. Das ist nur aktiv, solange wir mit unseren Füßen den Boden hier berühren. Na gut, wen hast du denn da aber eigentlich dabei? Ich dachte, wir haben letztens so einen Bär gehabt. Doch nicht. Ich mag die Katze. Die ist lustig. Die kann fliegen. Auf einem Besen. Ja, okay. Ne. Die Tarnung fliegt auf. Wo sind denn hier noch ein paar Eier, die wir sammeln können? Ach, die droppen die teilweise. Kann nicht sehen, zu viel Schmerz. War hier drüben ist doch was. Ja, ich muss hier so eine Mondschwinge retten.
Ja, rettet die Mondspring. Ja, die haben so ein Mondschwing-Ei. Und noch so ein gefangene Mondschwinge. Ich hab keine Mondschwingen getötet. So, Ah, da drüben ist noch eins. Naja, die Tarnung bringt ja leider nichts. Sonst wäre das mal lustig gewesen, ey. Ah, da ist auch noch wieder eins. Ich springe jetzt mit der Metamorphose rüber. Ja, die sind ja lustig drauf. Was? Der hat sich vollgegossen? Meint der? Der hat sich vollgepinkelt oder was? Genau, jetzt haben wir den jetzt auch gerettet? Ja. Ja, noch drei Stück, aber ich brauche irgendwie Eier. Normal droppen die Dinger das. Ach, hier ist so eine Höhle. Was gibt's denn hier drinne? Ach, hier ist so eine kleine Schatztruhe. Na gut, dann kann man die dann natürlich mitnehmen. Dann kann man die mitnehmen. Schnappst du dir auch noch das Zeug? Hab schon. Okay, ich habe noch so ein Distelblatt Dorntänzer. Die sind ja anscheinend ein bisschen selten. Wo ist der denn? Ist der irgendwie da in dem Baum drinne oder was? Hä? Ist der Weil Distelblatt-Dorntänzer brauchen wir ja eigentlich nur insgesamt. Ja. Ihr könnt mal alle mitkommen, ihr kleinen Freunde. Der muss irgendwo hier oben sein. Valyria. Ich werde aber gerade von was anderem geplättet. Ey, sag mal, jetzt bin ich einmal um den Baum rumgelaufen. Ich habe keine Ahnung, weil ich mach mal Geistersicht an. Ich kann den sehen. Nee. Oh, ich habe einen gefunden. Der andere versteckt sich ja im Baum. Die Dinge sind ja irgendwie ziemlich selten hier. Ja, kommt mal her. Alle weg mit euch. Oh, die halten auch ein bisschen mehr aus, gell? Ja. Kommt immer mal so eine Kugel. So ein bisschen Leben zu finden. Okay, jetzt haben wir schon 2 von 3. Die sind ja wirklich ziemlich rar. Einen brauchen wir aber noch. Das ist ein Grobian. Oh, nee. Ey, die sind zwar lustige Kerle, aber... Sind ja lustige Kerlchen, aber trotzdem. Wir brauchen noch einen Tänzer. Wollen wir erstmal die anderen Quests abgeben und gucken, ob dann irgendwelche Tänzer derweil irgendwie magisch auftanzen oder so. Reden wir mal mit Selana plus Flussfriese. So, was haben wir denn als erstes? Mondschwingen in Not. Ich danke euch im Namen der Mondschwingen. Da gibt es einmal Stiefel, die sind nicht so toll und... Die Göttin, naja, gut. Aber es wurde aufgewertet auf Blau. Ist es jetzt besser? Nee, es ist immer noch nicht besser als das Zeug, was wir bekommen haben. Durch die Invasion in Azeroth. Diebische Distelblattgeister. Sammelt so viele Eier ein, wie ihr könnt und bringt sie zu mir. Ich werde sie sicher verwahren. Bis ich herausgefunden habe, was diese Distelblatt-Waldgeister vorhaben, muss ich auf die Mondschwing-Eier aufpassen. Zumindest sind sie jetzt in Sicherheit. Asha Fella. Okay, Valyria, komm. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir irgendwo noch mal so einen Tänzer sehen. Bislang haben wir ja irgendwie nur einen gesehen. Ah, da hinten ist einer! Totenkopf drauf! Da ist er! Komm, hab ich noch Metamorphose ready, dann kriegt er es direkt ab, ey. Boah, wir haben's. Der letzte. Gibt's eigentlich nie irgendwo einen Totenkopf? Nee. Hey, Schenge. Elun sei mit euch. Ja, das sollte diese verfluchten Dorntänzer hoffentlich das Weite suchen lassen. Geht in Frieden. Ich denke mal, das war's hier, oder? Ja. Haben wir ziemlich gut abgestaubt. Wir sind auch fast auf Level 101. Das ist ja ziemlich cool. Aber ich denke mal, wir nehmen lieber den Weg hier raus. Ich
guck mal auf den Pfad. Okay, wir können jetzt, wenn wir den oben den Pfad hier finden, den Pfad können wir nehmen. Das Feld der Träumer. Das Feld der Träumer. Wow, das sieht ziemlich cool aus. Da vorne ist auch nochmal irgendwie so ein Tempel oder was. Komm, wir gucken mal, wer da rumsteht. Hier gibt's auch einen Totenkopf. Das war der, den ich ja gerade gesehen habe. Wer ist das hier? Hielset Schrittreiseversorger. Naja, okay. Ich muss ja nicht immer. Naja. Okay, Valyria. Dann schnappen wir uns doch hier. Gehen wir jetzt auf den Weg. Das ist das hier unten oder was? Warte mal. Lieber erstmal oben bleiben. Der ist hier um die Ecke. Blutschnabel, ich hab'n. Totenkopf drauf. Auf ihn! Der Geier muss aufgehalten werden, Lorel. Es ist an der Zeit, dass wir das Gleichgewicht des Hains wiederstellen. Seht, da kommt jemand. Ja, genau, wir nämlich. Cool. Ja, wie kann ich den gerade nicht angreifen? Also irgendwie wirbelt dieser Vogel manchmal durch die Gegenden. Oh, was habe ich da bekommen? Eine Zwergeule? Das ist wieder ein Gefährte. Zwergeule. Wir haben es geschafft. Dank euch sind die Zwergeulen des Hains sicher. Tieres Schauerschatten? Oh, die sind schon wieder weg. Oh, gut, dann haben wir ja... Haben wir einen Gefährten bekommen? Valyria, wir können weiterreiten. Jo. Ja. Zwergeule kommen mit. Hast du jetzt die Zwergeule draußen oder was? Ja. Guck mal, hier vorne ist so eine coole Brücke. Wir sind nämlich jetzt im Mondklauental angekommen. Wow, hier wird es auch nochmal eine ganze Ecke dunkler, gell? Er schafft nochmal ein ganz anderes Ambiente. Das ist richtig cool gemacht. Und Tar und Mondklaue, der kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Das ist ziemlich beeindruckend. Es bleibt wenig Zeit. Ja, dieses vermaledeite Ungeziefer darf sich nicht in meinem kostbaren Hain ausbreiten. Meister Mondklaue, was ist eurem Hain zugestoßen? Nach dem Krieg der Ahnen wurden die überlebenden Satyren zusammengetrieben. Ich riet dazu, sie für ihre Verfehlungen hinzurichten. Doch unsere barmherzige Natur obsiegte schließlich und ich wurde überstimmt. Stattdessen wurden die Satyren tief unter den Wurzeln von Shaladrasil in einen ewigen Schlaf versetzt. Nun sind sie irgendwie erwacht. Wir werden nicht noch einmal denselben Fehler begehen. Und wenn ich sie alle selbst töten muss. Ich verstehe. Okay. Erzdruide des Tals. Ich werde Szenarios helfen, sobald mein Hain wieder sicher ist. Na, das kennen wir ja irgendwie, oder? Ja. Sandris, der Ehrlose, gehört zu den Ersten, die ihr Volk verraten und Savios Fluch angenommen haben. Während des Krieges war er der Anführer der Truppen, die viele meiner besten Freunde umgebracht haben. Als wir uns das letzte Mal auf dem Schlachtfeld begegneten, ist er geflohen. Helft mir endlich Rache an, dieser widerwärtigen Kreatur zu nehmen. Tötet Sandris den Ehrlosen. Sandris hat seinen letzten Mondaufgang erlebt. Oh, wir sollen einfach mitlaufen. Oh, oh, was geht denn ab, was geht denn ab? Wo will er überhaupt hin? Hä? Wo ist er denn jetzt hingegangen? Wusch, weg war er. Aha. Verstehe ich jetzt irgendwie auch nicht. Sollen wir mal hier nach oben gehen, aber... Nur mal um einen Überblick zu sehen. Was ist das denn? Ist doch Sandris. Diese Druiden waren schwach. Was willst du von mir? Ich hoffe, ihr bietet mir einen besseren Kampf. Der hält ordentlich was auf. Oh, der hält ganz schön viel aus, ey. Frauen, ihr Narr! Ihr habt bereits verloren! Sagte er und starb. Okay, ich denke mal, wir müssen wieder mit Town reden, ne?
Town Mondklaue. Dunkelheit umgibt uns. Xandris hat endlich für seine Verbrechen bezahlt, aber sein Blut bringt die getöteten Opfer nicht wieder zurück. Xandris ist erledigt, aber wir müssen uns noch um andere kümmern, um mein Heim zu retten. Während des Krieges war es Karkrasis ein großes Vergnügen, das Land zu verderben, das er einst seine Heimat nannte. Wenn die anderen Druiden ihm nicht törichterweise Gnade gewährt hätten, hätte ich ihn selbst hingerichtet. Findet diesen Dämon und lasst ihm Gerechtigkeit widerfahren. Ich muss euch diese Aufgabe übertragen, denn ich verspüre die Anwesenheit einer noch dunkleren Präsenz. Einer Präsenz, die nach meiner persönlichen Aufmerksamkeit verlangt. Okay. Schnell und lautlos. Trefft mich, wenn Karkrasis tot ist. Ich spüre eine noch dunklere Präsenz an diesem Ort. Ach, der macht sich einfach immer wieder so im Tarnmodus. Hm. Wollen wir gerade mal gucken, wo dieser andere hier ist? Perpex, der Korrupte oder Verdorbene? Ja. Da ist er. Valyria, da ist noch jemand, den wir brauchen. Jo. Lass den einfach, zieh den einfach mit. Na gut. Das ist ein Jäger, an dem muss man immer. An Jägern muss man immer versuchen dran zu bleiben. Hey. Oh, der hält auch wieder einiges aus hier. Oh. Denkt ihr etwa, ihr hättet gewonnen? Oh, da haben wir auf jeden Fall ein paar Ordensressourcen abbekommen. Was ist das hier? Ein Albtraumtotem und da vorne Druide der Mondklaue. Ich glaube, das gehört alles zum Bonusziel. Ne? Ja. Dann mache ich einfach mal das hier. Aber gut, lass uns einfach jetzt einfach. Oh, jetzt kommt hier so einer. So, wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir die Mondklaue-Höhle finden. Ich habe nämlich... Das müsste hier irgendwo sein. Hä? Die Mondklauen-Höhle ist... Ich glaube hier irgendwie... Da um die Ecke? Ah, hier. Ich glaube hier hoch. Okay. Ja gut, dann lass uns weiterziehen. Zelot, der Schattenteufel. Hey, hab ich auf dem Mount. Wow, das sieht ja auch ziemlich cool aus. Genau, hier sind wir ja, die Mondklauenhöhle. Aber sonst ist hier nichts. Ne, eben war das Geräusch von irgendwas, was sich im Tarnmodus durch die Gegend bewegt. Evel Nachtwisper? Braucht ihr irgendwas? Ihr müsst mich aus diesem Käfig befreien. Wir sind in größerer Gefahr, als ihr denkt. Karkrasis muss sterben. Okay. Da ist er auch. Schon bald wird dieser elende Wald im Finsternis ertrinken. Haha. Ich geh auf die Augen strahlen. Die Dunkelheit. Die Dunkelheit. Wird euch überwältigen. Ich danke euch, Dämonenjäger. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre es aus mit mir gewesen. Der Albtraumfürst. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen, mein Freund. Karkrasis hätte mich jeden Moment seinem Meister geopfert. Ich hätte schon mit meinem Leben abgeschlossen. Ich bin euch sehr dankbar, aber wir sind immer noch in Gefahr. Savius ist zurückgekehrt. Der Albtraumfürst ist hier in Valshara und koordiniert höchstpersönlich die Verderbnis des Landes. Das hat mir mein Peiniger offenbart, kurz bevor er mich schächten wollte.
Schächten, was ist das denn? Was ist das denn? Hört sich an wie Fehlen oder so. Schächten, in den Schacht schmeißen. Wir müssen Tar und Mondklaue finden und ihm davon berichten, bevor es zu spät ist. Okay, von Xavius Rückkehr berichten. Aber wir müssen sie erstmal befreien. Machen wir doch, oder? Ja. Jetzt kommt die bestimmt mit uns mit. Beeilt euch, wir müssen Town finden, bevor es zu spät ist. Okay, es ist auf jeden Fall Eile geboten, so wie es aussieht. Und die hat sich jetzt irgendwie auch wieder weggeflüchtet oder so. Also diesmal sollen wir die Höhle des Erzdruiden aufsuchen. Komm, wir segeln hier runter, das soll immer ziemlich cool. Oder hier aufs Dach. Gibt's hier irgendwas? Nö. Aber es muss irgendwo hier im Süden sein, Valyria. Ich segel mal so weit es geht. Die Höhle des Erzdruiden. Da wirst du von einer Höhle zum nächsten geschickt und weißt eigentlich gar nicht genau. Ah, da vorne, ich sehe sie schon. Ich sehe es schon. Ich warte gerade mal hier auf dich. Helf mal diesen Druiden hier. Genau, schnapp dir den Druiden, ich kümmere mich um das Albtraumtotem. Hast du ihm geholfen? Ja. Sehr schön. Okay, dann gehen wir da drüben hin. Das denn sollte nämlich... Was war denn das? Gut, da kann ich leider nichts tun. Beim Licht von Ilun, ich danke euch. Okay, Valyria, kommst du? Ja, wo bin auf dem Weg. Okay. Was ist das hier? Ah, das ist so ein Schurke von der Horde. Ein untoter Schurke. Mann. Er hat so verbissen gekämpft. Doch jetzt gehört euer Erzdruide mir. What? Ja. Aha. Haut einfach ab. Das war jetzt Xavius. Der Albtraum wird euch verschlingen. Jetzt müssen wir den töten hier. Tau und Mondklaue. Himmlische Kreatur. Dieser Fluch macht mich mächtiger als die Ahnen. Ja. Niemand ist dem Albtraumfürst gewachsen. Ey, das sind Tar- und Mondklaues Worte? Finde ich nicht nett. Niemand ist dem Albtraum fürs gewachsen. Also der ist dem ja komplett unterlegen gewesen jetzt. Hm. Gibt's hier irgendwas? Ach, hier gibt's einen Schatz. Warte, das können wir natürlich mitnehmen, ja. Wenn der da einfach so hier im Brunnen liegt, dann... Ach, hier ist wieder Erwell Nachwisper. Der Albtraumfürst. Tar- und Mondklaue war ein großer Druide und ein wahrer Beschützer dieses Landes. Wie können wir ohne ihn an unserer Seite darauf hoffen, den Albtraumfürsten zu besiegen? Tauns Trauer? Oder... Stimm mal den Ring. Vergebt mir, Nachtelf. Der Tod von Erzdruide Mondklaue ist in der Tat ein harter Schlag. Wir müssen Malfurion davon berichten. Erzählt ihm von Tauns Schicksal und Xavius' Rückkehr. Und beeilt euch. Ich fürchte, dass dies die größte Bedrohung sein könnte, mit der Valshara je konfrontiert wurde. Kehrt zum erfüllenden Sturmgriff im Hain des Szenarios und Valshara zurück. Die Zeit läuft ab, Champion. Ihr werdet im Hain des Szenarios gebraucht. Wir müssen rasch handeln. Wir müssen rasch handeln. Eile ist geboten, Valyria. Wir sollen zurückkehren zum erfüllenden Sturmgriff im Hain des Szenarios. Natürlich könnten wir es auch jetzt hier einfach unseren Ruhestein benutzen, aber wir kennen ja die Gegend hier gar nicht so richtig und das sieht ja auch verdammt cool aus. Vor allem mit unseren, wie heißt die nochmal? Teufelssäbeln? Was ist das hier eigentlich jetzt? Druiden des Geweihs? Gegen irgendwas wappnen die sich? Ich denke, wir werden hier nochmal vorbeikommen, oder? Möglich. Also irgendwie bereiten sie sich vor und alle anderen sind aber schon auf der... ruhen sich aus auf den Bänken oder legen sich auf den Boden hin.
Ja, wir lassen uns einfach mal hier... Oh, hier ist auch jemand wieder. Da vorne steht einfach einer mit einer Quest rum. Ich glaube, den sollten wir mal ansprechen. Jetzt ernsthaft, ey. Jetzt, Hi. Sindrell... Ah, die kennen wir doch. Sind wir doch schon mal an ihr vorbei? Hallo. Okay, Sindrell muss ich noch ein bisschen geduldigen, Valyria. Wir bleiben erstmal bei Malfurion. Das werden wir schon hier nicht verpeilen. Das ist ja direkt eigentlich hier in der Nähe von ihm. Vom Hain des Szenarios. Ah, hier ist er. Genau, ja, an Sindrell sind wir vorhin vorbeigeritten. Da hat sie die Quest aber noch nicht gehabt. Nee. Wie kann die Natur euch dienlich sein? Rückkehr zum Hain. Der Verlust von Taon schmerzt uns sehr. Wir waren zwar nicht immer einer Meinung, aber er war ein großer Druide und ein wahrer Beschützer des Tals. Savius wird für seinen Tod bezahlen. Die Natur steht euch bei. Die Smaragdkönigin. Ihr seid zurück, das ist gut. Ich habe mich mit den anderen Erzdruiden besprochen und wir stimmen überein, dass Szenarios gegenwärtiger Zustand nur das Symptom eines viel größeren Problems ist. Eure Erfahrungen im Mondklauental bestätigen das. Wir brauchen eure Hilfe. Es gibt nur eine Person, die Licht in das Dunkel dieser Ereignisse bringen kann. Da Taon tot ist, müssen wir euch um Hilfe dabei bitten, die Herren der Träume zu kontaktieren. Mögen die Winde euch den Rücken stärken. Okay, Szenarios, mein Mentor. Moment. Möge die Natur euren Pfad leiten. Wie kann ich euch behilflich sein? Welch üble Macht könnte über ihn walten? Valyria, wir sind bereit? Ja. Jo. Mögen die Winde euch den Rücken stärken. Endlich soweit. Isiera wird gerufen und sie soll helfen. Lady Isera, danke, dass ihr unserem Ruf folgt. Wir stehen einem großen Übel. Erklärungen sind unnötig, Malfurion. Ich habe gesehen, was folgt. Der smaragdgrüne Traum wird vom Albtraum überwuchert. Das ist das Werk des Satyrs Xavius und der Legion. Der Weltenbaum Shaladrasil ist der Verderbnis des Albtraums anheimgefallen und verbreitet sein Übel über unser geliebtes Land. Der Albtraumfürst muss fallen oder Valshara ist verloren. Dennoch dürfen wir nicht wagen, ihn zu unterschätzen. Okay. Ich muss die Wildnis schützen. Die Smaragdkönigin. Seht, Isiera, die Smaragdkönigin. Was gibt's da jetzt? Ein dämonisches Artefaktrelikt? Ein Rang Chaosvision erhöht den verursachten Schaden von Augenstrahlen, naja. Verringert die Metamorphose? Dann nehme ich aber Metamorphose, ey. Also Metamorphose ist immer gut. Die Natur steht euch bei. Aber das können wir hier nicht einsetzen, oder? Ich probier's mal aus. Wo ist das Artefaktrelikt? Was ist dämonisch? Doch, es geht. Hast du auch reingemacht? Wie geht das? Du musst Shift-Rechtsklick machen auf die Waffe und dann den Gegenstand einfach reinziehen. Ah, okay. Und jetzt haben wir Abklingzeit 4 Minuten und 67 Sekunden. Was? 4,67. Ach, das ist 4,67. Ja, gut, von mir aus. Das sind keine 67 Sekunden. Seid gegrüßt. Möge die Natur euren Pfad leiten. Okay, Leute, es ist hier nicht vorbei. Isiera, die erwachte Sindrell da hinten, hat ja auch noch irgendwas für uns gehabt. Valyria und ich machen auf jeden Fall erstmal eine Pause und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit der erwachten Smaragdkönigin. Wo hab ich's? Macht es gut. Ciao. Die Dunkelheit lockt. Tschüss.